trinkt ihr euren Tee mit Milch, da gibt es ja zwei Möglichkeiten, nämlich den Tea in First oder Milk in First. So unterscheidet man das nämlich in England, das ja eine große Teenation ist. Da gibt es tatsächlich zwei Lager, die man auch Pre-Lactarian oder Post-Lactarian nennt. Das heißt, nimmt man zuerst die Milch und gießt dann den Tee ein oder umgekehrt. Es hat wohl ursprünglich den Hintergrund gehabt, dass man sehr feines Porzellan hatte. Und wenn man dort dann den heißen, kochend heißen Tee eingegossen hat, dass man Angst hatte, dass das Porzellan zerbricht. Und wenn man zuerst die Milch drin hat, dann wird das durch die Kühle der Milch etwas abgepuffert. Aber es gibt auch die Erklärungsmöglichkeit, wenn man zuerst die Milch drin hat und dann den Tee eingießt, dass dann tatsächlich der Tee nicht so bitter schmeckt, als wenn man zuerst den Tee hat und dann die Milch dazu gießt. Probiert das doch einfach mal aus. Die Queen übrigens und auch die gesamte königliche Familie, so heißt es laut dem Butler, der dort mal tätig war, soll übrigens zur Tea in First-Fraktion gehört haben. Das waren jetzt nur einige Einsteiger-Tipps. Die Welt des Tees ist viel, viel größer. Es gibt hunderte, wenn nicht tausende verschiedene Sorten von Tee. Und ich wünsche ganz viel Spaß dabei, eben diese verschiedenen Teesorten, diese Teewelt zu entdecken. Und ihr werdet bestimmt sehr viel Spaß dabei haben, das auszuprobieren.